Seitdem der Sommer da ist, genießen wir unser Haus eigentlich in vollen Zügen. Nur die Hitze macht uns so ein bisschen zu schaffen. Ja. Wie wir mit der Hitze hier im Tiny House umgehen, das erzählen wir euch heute. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, der Sommer ist da und wie Ilan eben schon sagte, wir genießen es in vollen Zügen, ja. Schmelzen quasi dahin. Deshalb sitzen wir auch hier am offenen Fenster. Genau, und es fängt eigentlich schon morgens an, also dass wir morgens von der Sonne natürlich geweckt werden, gleich erstmal unsere Doppelflügeltür oder wenigstens eine Seite öffnen. Unser Hund läuft raus, sonnt sich gleich, man holt gleich den Außenbereich nach drinnen oder umgekehrt, man erweitert seinen Lebensraum, es ist einfach wunderschön. Wir haben ja hier auch gegenüberliegende Fenster und Türen. Das heißt, hier sorgen wir gerade morgens, wenn die Luft noch ein bisschen frischer ist, erstmal schön für Durchzug. Heute ist für dieses Videothema der perfekte Tag, weil wir den heißesten Tag des Sommers gerade haben, ja, mit über 35 Grad Außentemperatur. Und jetzt um die Mittagszeit haben wir gerade ungefähr 28,5 Grad im Tiny House. Knapp 30, würde ich sogar sagen. Ja, knapp 30. Jetzt hier im Fenster geht es noch. Ja, und im Schlafloft ist es aber natürlich deutlich wärmer. Und ja, da fangen auch eigentlich schon die Herausforderungen an. Beziehungsweise, um den Sommer bisher jetzt mal noch kurz zusammenzufassen, wenn es draußen eine etwas kältere Außentemperatur ist oder zumindest der Wind etwas kühler ist, dann ist es super entspannt, ja, hier auch für ein gutes Klima zu sorgen. Ja. An einem Tag wie heute könnte man aber auch über die Herausforderungen oder auch die Probleme sprechen. Und da kommt natürlich auch der Grundriss oder die Masse eines Tiny Houses, genau, dazu. Das ist die Ausgangssituation, ja, dass wir eben ganz dünne Wände haben, weil wir ja sehr mobil bauen wollten. Wir sind bis 3,5 Tonnen gegangen. Also 3,5 Tonnen bedeutet dann auch, dass man nur 2,55 Meter breit sein darf und maximal 4 Meter hoch. Und das heißt dann natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Wände nicht so dick sind, dass wir einfach diese Masse nicht haben, wie du schon sagtest. Das Haus heizt sich halt relativ schnell auf und aufgrund der Dämmung, die wir hier haben, wird die Sonne, also beziehungsweise die Wärme nicht abgehalten so wirklich, sondern eher gehalten. Im Winter profitieren wir davon total. Also im Winter ist das super. Ne? Also ja, wir müssen eigentlich bei 8 oder 10 Grad Außentemperatur, wenn die Sonne scheint, gar nicht heizen. Ja. Das macht alles die Sonne für uns und wenn wir ab und zu mal ein bisschen Luft brauchen, machen wir auf und fertig. Ja. Im Sommer ist es allerdings so, dass die Luft hier einfach nicht mehr entweichen kann. Die warme Luft steht dann hier und man muss halt ständig für Luftzirkulation sorgen. Da kennt man eigentlich auch diese klassischen Ventilatoren, das wäre dann schon so die erste Lösung. Aber sowas haben wir jetzt hier nicht verbaut. Wir haben allerdings eine dezentrale Wohnraumlüftung, ja, die gerade, wenn die Außentemperatur etwas niedriger ist als die Innentemperatur, auch sehr, sehr gut hilft, gerade nachts. Also ja, abends reißen wir nach wie vor trotzdem alle Fenster auf, um ja, einfach mal schnell für gute, frische Luft zu sorgen. Und über Nacht stellen wir dann meistens auf Lüften um, um immer wieder schöne, leicht frische Außenluft auch in den Innenraum zu lassen. Zum einen ist es so, dass wir hier die Südausrichtung haben. Also hier ist unser großes Fenster, über 2 Meter breit und 2,30 Meter hoch, was natürlich schön ist für die Sicht, für den Ausblick. Ja. Aber es zeigt halt in Richtung Süden. Im Grunde hat man dadurch jeden Tag, also Trecker wieder, dadurch hat man eben jeden Tag oder beziehungsweise den ganzen Tag, wenn die Sonne scheinen sollte, von dieser Seite aus Sonne. Der Vorteil ist, dass wir dann auch im Schattenwurf unseres Hauses sitzen können, morgens bis mittags, frühen Nachmittag, ich sag mal bis 14, 15 Uhr. Das ist so schön, weil wir auch dort dann arbeiten können, auch mit dem Laptop. Wir können dort in Ruhe frühstücken, unseren, ja, Kaffee trinken oder uns noch mit den Liegen irgendwie in die Sonne legen. Also das kann man schon echt gut genießen, weil es dann vorne einfach schnell zu heiß wird. Neben der allgemeinen Bauweise eines Tiny Houses spielt natürlich auch die räumliche Aufteilung eine Rolle. Wir haben jetzt zum Beispiel uns dafür entschieden, das Loft, unser Schlafloft, oben zu positionieren. Das war für uns einfach der sinnvollste Ort, weil wir mit dem Wissen, dass es oben auf jeden Fall wärmer wird. Wärmer wird, aber da konnten wir halt, ja, eben die 1,60 Meter Matratze hinpositionieren, ohne dass sie zu viel Raum schluckt. Also Lebensraum, sage ich mal, weil da oben rumkrabbeln und Office oder Lesen wollten wir irgendwie auch nicht. Also konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Das war für uns die praktischste Variante, auch räumlich nochmal zu trennen, ja, weil wir einfach das Gefühl auch nicht so schön fanden, im Wohn-Ess-Bereich dann auch zu schlafen. Was aktuell in unserem Tiny House existiert, sind zum einen Vorhänge und Plissés, allerdings ohne UV-Schutz. Wir fanden es damals immer total wichtig, trotzdem das Licht reinzulassen, aber trotzdem diese Privatsphäre auch zu gewinnen.
Klar, die großen Fensterflächen, die lassen auch sehr schnell Wärme rein. Wir haben die dezentrale Wohnraumlüftung. Jetzt möchten wir nochmal allgemein zusammenfassen, wie man der Hitze im Haus entgegenwirken kann. Mhm. Unter anderem die Plissés hatten wir schon erwähnt. Genau, das wären dann Plissés mit UV-Schutz. Ja. Man könnte natürlich auch über die Positionierung des Hauses grundsätzlich nachdenken. Oder wenn man vorab die Möglichkeit hat oder diese Flexibilität hat, macht das natürlich Sinn. Im Winter profitiert man allerdings auch wieder von der Südseite. Vielleicht auch einen Schirm aufzubauen, ne? Also für Schatten zu sorgen, dass die Sonne eben nicht direkt auf das Haus knallt. Ist ähnlich wie in einer Dachgeschosswohnung. Das ist genau, halt so. Also mit Sonnensegeln arbeiten, ja. Oder einfach schauen, wie ist auch gerade meine Umgebung. Habe ich vielleicht Häuser um mich herum, die Schatten werfen, Bäume. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Es gibt auch Folien, mit denen man arbeiten kann, UV-Schutzfolien. Die hatten wir auch mal in Betracht gezogen, nur die waren uns dann irgendwie in Bezug auf die Fläche zu abdunkelnd. Also wir und auch in dem Moment einfach zu teuer. Und auch zu teuer, das kam dann noch dazu irgendwann. Genau, ja. Dann... ein Ventilator kann noch helfen. Genau, wir haben jetzt hier die Wohnraumlüftung, die dezentrale Wohnraumlüftung, die können wir quasi auf Stromlüften stellen. Das heißt, dann pumpt die ganze Zeit Luft rein ins Haus. Dann könnte man natürlich beim Grundriss selbst auch darüber nachdenken, dann das Bett ins Erdgeschoss zu verfrachten oder zumindest so zu positionieren, dass es tagsüber nicht stört und man es abends auszieht oder ähnliches. Mhm. Da gibt es ja auch viele Inspirationen online. Und das höchste oder das größte Investment vielleicht für den Anfang, aber auch mit dem stärksten Effekt, wäre dann natürlich noch eine Klimaanlage. Ja, also die Situation ist ja so, dass Anja schwanger ist. Wir bekommen also, wir erwarten in etwa 2 Monaten das Kind. Und das bedeutet, dass wir, oder du dann im Wochenbett sein wirst, höchstwahrscheinlich auch oben im Wochenbett, da wo die Hitze sich eben am ehesten stauen wird. Selbst bei 19 oder 18 Grad Außentemperatur wird es da oben schon echt heiß. Wir haben jetzt eigentlich ein ganz gutes System gefunden. Das können wir euch dann auch noch zur gegebenen Zeit vorstellen. Das ist heute tatsächlich angekommen. Ja. Und ist eine Monoblock-Lösung, das heißt ohne Außeneinheit, eine Klimaanlage per Plug-and-Play. Ich stecke die hier quasi in unsere Steckdose, die wir dafür eigentlich auch damals noch vorgesehen hatten. Entweder für die Außenbeleuchtung, haben wir immer gesagt, oder für die Klimaanlage sollte es dann eine werden. Genau. Ja, und jetzt gab es halt eben da keine andere Lösung mehr für uns, als uns dafür zu entscheiden. Ja, vor allem auch, dass der Hund auch mal eine halbe Stunde, Stunde alleine sein kann und wir uns ja einfach hier gut frei bewegen können, hier gut arbeiten können. Ja. Wie das Ganze installiert wird oder wie schnell wir das hinkriegen, schauen wir mal. Jetzt werden wir sie erstmal dann holen und anhalten und gucken, wie kann man sie am besten installieren, wo müssen welche Durchbohrungen hin. Das wird dann ja auch nochmal ganz aufregend und zeigen euch dann natürlich die fertig installierte Klimaanlage, wenn es soweit ist. Aber da freuen wir uns natürlich sehr, weil uns das gedanklich für die Zukunft, gerade auch mit Kind, einfach ein bisschen mehr Ruhe beschert, obwohl wir eigentlich gar keine Klimaanlagentypen sind. Also eigentlich mögen wir es gar nicht so sehr, sehen es aber jetzt einfach bei den Gegebenheiten für uns beste Lösung, den Raum auch schnell runterzukühlen, wenn es einfach zu drückend und zu heiß wird und die Außenluft der Innentemperatur entspricht oder gar heißer ist, wie auch immer. So, um jetzt zum Abschluss zu kommen. Und steht die Suppe im Gesicht. Ja. Wir müssen jetzt Schluss machen. Bis wir die finale Lösung also installiert haben, nämlich die Klimaanlage, werden wir uns noch mit Kühlpacks zu helfen wissen. Erfrischungsgetränke. Genau. Und Eiscreme und Eiscoffee und einer kalten Dusche. Ja. Oder einfach die Zeit draußen verbringen, was wir jetzt auch gleich wieder machen werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch Fragen habt oder Anreize, dann hinterlasst diese gerne in den Kommentaren und uns auch gerne einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.